zwei Freunde hatten eine verrückte Idee. Eine 120 Kilometer Stand-up-Paddle-Tour auf der Elbe. Ist das überhaupt zu schaffen? Ist das nicht viel zu gefährlich? So ein Fuck! Sie haben keinerlei Survival-Erfahrungen. Scheiß drauf, sie machen es trotzdem. Von Lutherstadt Wittenberg bis nach Magdeburg. 3 Tage, 2 Nächte. Wittenberg, Dessau, Schönebeck. Bis nach Magdeburg. Viel Spaß mit der Videoreihe und los. Und was denkst du? Schaffen wir das Magdeburg? Auf jeden Fall ganz schön unterschätzt, muss ich sagen. Herzlich willkommen beim neuen Video. Wir sind unterwegs. Steve und Steve on Tour. Wir machen... Was? Da hinten ist Steve. Moin. Moin. Wir machen eine Tour mit einem Stand-Up-Paddle. 120 Kilometer von Wittenberg nach Magdeburg. Heute ist Freitag. Ist, glaube ich, wie spät ist denn das? Wie spät das ist? Irgendwas so zwischen 11 Uhr, würde ich sagen. Erste Etappe. Roßlau. 40 Kilometer, was? Viertel zwölf ist es. Erste Etappe ist Roßlau, sind 40 Kilometer. Gucken, ob wir das schaffen. Wasser ist eigentlich relativ ruhig. Ich dachte, es ist ein bisschen mehr Strömung. Ja. Bist du ready? Ach so, herzlichen Dank nochmal an unseren Freund Veit, der uns hergefahren hat nach Wittenberg. Ich bin noch nie so lange nach Wittenberg gefahren. Wie lange sind wir gefahren? Ja, bestimmt 2 Stunden. Kurz nach 9 sind wir los. Ja. So, los geht's. Also, was ich ebenfalls dazu sagen, wir befinden uns übrigens auf der Elbe. Ja, Steve ist schon da vorne. Ich bin eben mal kurz auf Grund gelaufen mit der Flosse. Ich würde mich interessieren, wie schnell wir sind. So, und so 10 km/h haben wir bestimmt drauf, inklusive Strömung. Nach meiner Berechnung, wenn wir 10 km/h fahren, schaffen wir 10 km pro Stunde. Bis nach Roßlau sind es 40. 4 Stunden. Aber es kommt ja eh immer anders, als man denkt. Gucken, ob wir hier auch Schiffe sehen. Auf der Elbe fahren ja auch Schiffe. In Roßlau gehen wir in Rewe einkaufen. Was ist das jetzt? Das ist ein Auto. Roßlau gehen wir in Rewe einkaufen. Dann suchen wir uns irgendwo im Wald. Da machen wir unser Lager. Hängematte, Tarp, Gaskocher, alles dabei. Alles auf dem Stand-Up-Paddle. Dann die Ausrüstung ja auch noch mal zeigen. Eine Ruhe auf der Elbe. Naja, ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen bis Magdeburg. Was sagt ihr? Meinst du, Digga, schaffen wir bis Magdeburg? Schwierig. Oh, jetzt hier ein schön Strömung. Ich blende euch mal eine Karte ein, wo es lang geht. So Leute, der erste Unfall ist passiert. Stativ ist ins Wasser gefallen, ist weg. So ein Fuck! Naja, wir gucken mal in Rewe, vielleicht gibt es da welche im Angebot. So eine F***, ey. Gibt es da nicht irgendwo Medimax oder ein Saturn oder irgendwas? Keine Ahnung. Mal googeln. Nicht bestellen wir schnell bei Amazon nach Roßlau. Ja. Fuck, Mann. Ist nicht mal oben gespannt, war so schnell weg. Das Wasser ist ja total trüb, siehst du eh nichts. Pff,
Scheiße. Das piept mal weg. Ich würde sagen, wir fahren jetzt noch so 20 Minuten. Und dann gucken wir mal auf der Karte und geben euch ein Update, wie viel wir geschafft haben in einer Stunde. Sind wir schon eine Stunde unterwegs? Ne? Nee. Ja, aber in 20 Minuten sind wir bestimmt eine Stunde unterwegs, denke ich mal. Na, 4:12 hast du gesagt, doch nicht? Also waren wir auch schon auf dem Wasser. Ja, eine Minute. War schon so 10, 15 Minuten. Echt? Ja, also, ich habe ein Bild geschickt. Was? Hab den Korb da dran gemacht. Nicht, dass es auch noch hinfällt. So. Also den, Na, den Becher hab ich da dran gemacht. Nicht, dass es auch noch hinfällt, die Scheiße. Wieso? Hä? Hast du Blasen oder was? Ja klar, wenn die nass werden und dann weich werden und dann fallen sie die ganze Zeit, dann richtig Blasen. Die ganzen 3 Tage das Ding am Bein haben. Echt, ja? Ja. Steve hat einen Feuerstahl mit, der wird euch näher mal zeigen, wie man Feuer macht. Du fängst an. Ich? Ja, das ist dein Feuerstahl, Digga. Hä? Ich hab Feuerzeug. Ja, und? Und damit mach ich mein Feuer an. Das nehme ich dir weg. Der macht doch die nächsten 3 Tage seine Zigaretten mit dem Feuerstahl an, weil meins kriegt er nämlich nicht. Der hat nämlich keins mit, der Dulli hatte vergessen. So, dass Feuerstein nicht drin fällt. Was, du hast nicht mal ein Portemonnaie dabei? Wie willst du was zu essen kaufen? Ja, ja. Ja, ja, ich weiß. Der Rücken putzt sich aber gar nicht mehr an. Aber doch jetzt schon. So, erstmal ein Red Bull. Vielleicht sponsern die uns ja mal. Ja, Red Bull? Ich weiß nicht. Für so eine Scheiße hier. Ich weiß nicht, das heißt bei Rhino Shield einfach anwenden. Oder bei Holy. So, Ventile sind das, ihr seht. Ich brauche einen neuen Selfie-Stick, neues Stativ. Einmal anschreiben. Ja, das geht sogar. Lass ich erstmal drin stehen hier. Aber wenn wir uns nicht treiben lassen, drehen wir uns irgendwie immer. Sorry. Das da vorne ist auf jeden Fall Cosweg. Schlängelt sich das hier so ein bisschen. Ist der Selfie-Stick weg, ey? So eine Scheiße.
ein bisschen Wasser drin. Können wir da nämlich auch die Kippen reinmachen. Heute Nacht soll es regnen, da bin ich ja mal gespannt, ob wir da pennen können unter dem Tarp. So, erster Rast, kurz vor Coswig. Was ich vorhin gezeigt habe, war doch nicht Coswig. Das war ein anderes Netz. Ich weiß nicht, wie viel wir geschafft haben. Ich denke mal so 6, 10. Kilometer? Hm. Ne, bestimmt schon 10. Ja. Ich würde gleich mal gucken. Uns 5, wo wir geguckt hatten. Nun sind wir ja bestimmt noch mal 20 Minuten gefahren. Also mehr als 20 Minuten, glaube ich. Na, ja, wir haben uns auf jeden Fall jetzt erstmal viel treiben lassen. Noch ein bisschen gesund, gechillt. Alles dabei, Drybags, trinken. Gleich mal Akku wechseln. Anstrengend. Alter, das ist hier eine Ruhe, ja, unfassbar. Weil hier auch nichts ist, keine Straße, gar nichts. Angenehm, ja. Hm. Aber wenn ich treiben lässt, dann dreht man sich irgendwie immer, ja? Ja. Junge, wer diese scheiß Decke erfunden hat, dem müsste man ein paar klatschen. So ein Rotz. Wer hat das erfunden? Bringt mir den! Komm zur Elbe, wir müssen reden. Oh, da guck mal, da hinten ist ein Boot. Ein Schlauchboot, sitzt da einer drin, ey. Der hat ja wahrscheinlich schon das Wasser gehört. Ach so. Ich glaube, wir ändern das, wir machen 120 Kilometer Schlauchboot-Tour.
Jo. Wir haben schon überlegt, ob wir mal eine Tour machen mit Kanu, Zwei-Mann-Kanu von Magdeburg bis Cuxhaven. Kann man das schaffen? Also ich glaube, das muss man mal machen. Absolut. Übrigens mein Sitz von dran gebaut, einmal drauf gesetzt, gleich gerissen. Wird gleich reklamiert. Erstmal eine Klunzen. Ja. Aus Polen kam der, Digga. Ja, ja. Aus Polen haben wir so ist eigentlich immer eine recht gute Qualität. Ja, anscheinend nicht. Über eine Ausschussware verkauft. Kaufland habe ich das bestellt. Bei Kaufland, online. Wohin jetzt Kaufland? Was? Wohin jetzt Kaufland? Kaufland online. Da ist so ein Radweg da oben. Ach ja, guck mal, ist der Elbradweg. Wir machen die Touren einen Tag, wir nehmen den Motor mit. Es gibt richtig unten so viele Flosse. Ja. So ein Motor, weißt du, hast du so eine Fernbedienung in der Hand? Ja, kenne ich. Sehe ich immer bei TikTok irgendwelche Werbung. Definitiv. Weiß ich nicht, schwitze? Ja. Schwitze jetzt schon übel zu. Kann ich mir auf keinen Fall in den Schlafsack reinlegen. Schön baden. In der Elbe. Das ist es. Ach ja. Nicht, dass ihr denkt, wir schmeißen die Kippen in die Elbe. Die kommen schön hier rein. Wir schmeißen keinen Müll hin. Müllsäcke habe ich mit. Steve hat auch zwei mit. Steve und Tour. Digga, meinst du, ob es hier Wölfe gibt? Nicht, dass heute Nacht ein Wolf kommt. Ist sie so. Der schlägt uns zusammen. Den Hänger macht aber ein bisschen höher. Ja. Eine Baumkrone. Eine Baumkrone, so dass kein Wildschwein hochspringen kann. An dieser Stelle wollte ich schon mal meinen Kumpel Veit grüßen, ja? Der hat uns nach Wittenberg gefahren. Grüß dich. So Leute, wir sind in Coswig angekommen. Da hinten ist auf jeden Fall so eine Fähre, der Trollo hat den Üt rumgebrüllt. Meinte, wir haben hier nichts zu suchen. Als ob es sein Fluss ist. Trollo. So, die Hälfte ist geschafft. Am ersten Tag. Also von der ersten Etappe. Wie gesagt, erste Etappe ist Roßlau. Hälfte haben wir geschafft, Coswig. Also schätze ich jetzt mal. Ich mache euch mal hier vorne rein.
So. Also es ist 14 Uhr, wir sind 14:15 los und haben die Hälfte geschafft von der Tagesetappe. Ja? Ich würde sagen, wir klünzen noch eine, Alter, hier kommt jetzt schön Wind. Und dann? Was? So? Na, ich klünze ihn und dann fahren wir weiter. Ey, meine ganze Palle ist hier schon sandig. Oh, ein Fisch. Ein Fischi. Wieso machst du das denn nicht wie in Kroatien? Mal schön nackig auf Paddel. Ich bin der Depp zur See und ich habe das Patent A, B und die vierte. So, jene Klünzen. Ach, guck mal, das ist hier oben, wo der Stau ist, weißt du? Wo willst du denn hin? Hallo. Wir nach Magdeburg. Ja. Ja. Ihr habt bestimmt eh gedacht, dass ich ihn verarsche. Ja, ich kam drüber, na, dann viel Spaß, hat die gesagt. Ja. Glaubt uns ja keine Sau, dass wir nach Magdeburg fahren. Ja, keiner so dumm. Was? Ja. Ja, die haben alle gedacht, dass wir die verarschen. Bestimmt 40, 50 Jahre. Echt? Ja, gut, du bist ja Promi schon mal in Zeit. Aber hast du einen blauen Haken, Digga? Warum kaufst du dir keinen? Blauen Haken? Das ist wie ein Strudel, Digga. Siehst du? Der zieht dich jetzt runter. Was ist denn das? Deswegen war der Strudel. Ist die Flosse abgerissen? So, zweite Rast. Und? Was sagst du? Ging. Gegenwind war ein bisschen anstrengend. Aber ansonsten war es ganz entspannt, oder? Also manchmal hast du auf jeden Fall gut, hoch, manchmal hast du auf jeden Fall gut Strömung, aber manchmal hast du auch richtig krass Gegenwind. Ja, das ist ja, ja. Gegenwind die Strömung. Und seht auf jeden Fall krass auf dem Rücken. Aber kommt der Pump von alleine. Fetzt. Ich weiß ja auch nicht, wo wir sind. Irgendwo hinter Coswig. Irgendwo zwischen Coswig und der A2. Ja. Also 5 Kilometer. Dann fahren wir unter der A2 drunter durch.
ein Selfie-Stick auf jeden Fall voll scheiße. Das war noch okay. Jo, krass. Ja. Drinnen, eine in fallen jetzt sicher und die schon Red Bull oder was? Das für ein Mist. Heiße Ware. Mhm. Ja, ich hab keinen Sinn mit dir. Würstchen-Nudeltopf. Und Gulasuppe. Und wir sind ja hier morgen. Hm? Wissen noch nicht. Hatte ich eigentlich vor. Und heute wollte ich mir eigentlich was zum Grillen holen. Ja, auf jeden Fall noch Spezi holen. Schönen Gruß an Spezi, Paulaner. Die können uns auch sponsern. Ihr könnt uns alle sponsern. Ich werde mal einen PayPal-Link hier unter das Video hauen. Da könnt ihr auch mal ein bisschen was spenden. Dass wir uns ein paar Kajaks kaufen können. Dass wir uns auch mal ein paar Kajaks kaufen können. Und dann machen wir mal eine schöne Fahrt hier. Bis nach Ägypten. Runter. Einmal übers Mittelmeer. Einmal übers Mittelmeer. Hier ist null Strömung. Ja? Nur Wind, hier ist null Strömung, nur Wind. Ja. Oh. Boah, ey. Fixen alle. So, hier ist der A9. Alter, wir haben jetzt richtig lange gebraucht für die letzten 5 Kilometer. Unfassbar. Wenn du hier nicht paddelst, dann stehst du. So die ganze Zeit gehen würde, würde ich das niemals schaffen, ich mag drüber. Weil du kannst ja nicht wirklich 8 Stunden lang durchpaddeln. Das ist alle. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt. Ich hab das Gefühl, wir fahren in eine andere Richtung. Gegen die Strömung. So, das ist vor allem so anstrengend. 3 Kilometer nur Gegenwind, nur Wellen, direkt unter A9 drunter durch. Übelst anstrengend. Überhaupt keine Strömung. Jetzt hier geht es ein bisschen. Wir werden es jetzt erstmal treiben lassen. Unfassbar. Vorhin übelst Wellen. Jetzt total flach das Wasser hier. Wellen, Wind und übelst gekämpft. Kein Wind, bisschen Strömung. Herrlich! So kannst du auch die ganze Zeit sein. So kannst du die ganze Zeit sein, ja. Sandstrand. Ja, hier drüben schön Sandstrand. Sonne. Alter, mir brennt so die Haut. Meine Hände sind so trocken. Also so richtig geschwollen. Und aufgeweicht so, aber irgendwie trotzdem so trocken. Das sind ungefähr noch so 6 Kilometer oder 5 Kilometer bis zur Rewe. Dann werden wir einkaufen und dann müssen wir auch noch ein paar Kilometer weiter raus aus Roßlau und uns irgendwo was suchen, wo wir dann unser Lager aufbauen. Hier ist wenigstens ein bisschen Strömung. Ich weiß ja auch nicht, ob das so rüberkommt auf der Kamera. Ja, wir bewegen uns, obwohl wir nichts machen. Das ist ja ganz gut. Da kann man sich mal kurz entspannen. Ich klunze jetzt eine. Klunzt da eine mit? Na klar. Da hinten ist Roßlau. Da. Da müssen wir hin. Das ist noch ein Stück. So. Da vorne ist jetzt ein Steg. Wir sind jetzt in Roßlau.
von dem Steg aus geht's tief jetzt zu Rewe. Holt ein bisschen was zu schmausen. 40 Kilometer, ey, ich bin fick und fertig. Ja, Schuhe brauchst du. So, Steve hat jetzt ein Rewe. Was soll du alles mitbringen? Dosen Nudeln für Steve, Spezi und ein Sixer Bier. Ein Sixer Spezi, Sixer Bier. Ja. Back Eis! Alter, pass auf hier. Nee. Tschüssi. Alter, bin ich im Eimer. 40 Kilometer. Unfassbar.